Damit du deine Stratosphärensonde orten und anschließend wieder einsammeln kannst, haben wir einen eigenen GPS-Tracker entwickelt, den Stratofinder. In diesem Video möchte ich erklären, wie man das Gerät einschaltet und am Ende auch in Betrieb nimmt. Wenn man jetzt den Karton öffnet, ist auch schon direkt der GPS-Tracker drin. So ein kleiner, handlicher, kompakter, kleiner Kasten. Wir haben hier ein kleines Fach, da ist ein Micro-USB-Anschluss, darüber lässt sich das Gerät laden. Wenn man jetzt im Karton schaut, hier im Deckel ist auch schon das Ladegerät dazu, oder das Ladekabel. Das Kabel kann man dann einfach hier einstecken und dann über USB laden. Hier links haben wir noch einen zweiten Slot. Da legt man später dann die SIM-Karte ein. Die habe ich auch mal mitgebracht. Und wichtig ist, dass man bestimmte Dinge dabei berücksichtigt bzw. vorbereitet. Und zwar einerseits muss die PIN-Abfrage deaktiviert sein. Das heißt, man kann diese Karte einmal in sein Smartphone einlegen und dann die PIN-Abfrage ausschalten. Dann ist natürlich wichtig, dass die Karte aktiviert ist und genügend Guthaben geladen ist. Und es ist wichtig, dass es einen Tarif gibt mit mobilen Daten. Auch ein Prepaid-Tarif ist völlig ausreichend, aber wichtig ist, dass mobile Daten aktiviert sind. Diese Karte ist jetzt von Congstar. Das heißt, die nutzt das D1-Netz und das D1-Netz ist auch das in Deutschland am besten ausgebaute Netz. Genauso gut kann man auch eine Karte vom D2-Netz, wie zum Beispiel von Vodafone, nutzen. Und viele machen es so, dass sie auch durchaus zwei GPS-Tracker parallel betreiben. Eine mit einer Karte für das D1-Netz, eine mit einer für das D2-Netz, sodass man einfach die maximale Abdeckung hat. Und diese Karte, wenn die jetzt vorbereitet ist, kann man in den GPS-Tracker einlegen. Das war der linke Slot. Wichtig ist, dass die Kontakte nach unten zeigen. Jetzt kann man diese Karte einlegen und eindrücken. Und dann klickt es einmal. Und dann sieht man auch schon hier, dass eine kleine blaue LED leuchtet. Das bedeutet, der Tracker ist eingeschaltet. Und nur durch das Einschalten der SIM-Karte ist der Tracker schon aktiviert. Und das hat auch einen super Vorteil. Man muss gar keine Tasten betätigen, denn bei einem Stratosphärenflug wird es ja extrem kalt, teilweise bis zu minus 65 Grad. Und das bedeutet insbesondere für die Akkus, dass die natürlich sehr schnell dabei überfordert sind und bei der Kälte nicht mehr arbeiten. Und bei anderen Geräten ist es so, dass man zum Aktivieren eben einen On-Off-Schalter drücken muss. Das entfällt hier. Das heißt, wenn der GPS-Tracker wieder gelandet ist, dann eben ohne, dass man eine weitere Taste benötigt, der GPS-Tracker wieder anfängt zu arbeiten. Das heißt, man hat hier so eine quasi doppelte Sicherheit. Wenn man den Stratofinder in seine Stratosphärensonde einbauen möchte, ist es wichtig, dass er genau so, wie er jetzt hier auf dem Tisch liegt, eingebaut wird. Denn hier im Deckel ist quasi die Antenne verbaut und die muss in Richtung Himmel zeigen können. Das heißt, so hat er dann quasi maximalen Empfang. Und das sollte man auch unbedingt im Freien machen, also mit Blick zum Himmel. Also in der Wohnung zum Beispiel kann das Gerät dann nicht funktionieren. Sollte man einen zweiten GPS-Tracker einbauen, empfehlen wir durchaus, den anderen Tracker um 180 Grad versetzt so rum einzubauen, denn es kann ja immer noch sein, wenn die Sonde landet, dass sie dann vielleicht auf dem Kopf liegt. Und so ist immer ein GPS-Tracker, der dann irgendwie zur Seite oder nach oben zeigt. Damit man den Stratofinder nutzen kann, ist es wichtig, dass man den Tracker einmal mit der SIM-Karte koppelt. Und dazu muss man die sogenannte APN setzen. Die APN ist so ein Zugangspunkt zum mobilen Netzwerk des Anbieters, also für die mobile Daten. Und für jeden Anbieter ist dieser Code unterschiedlich, aber diese Nummer muss man einmal manuell eingeben. Das funktioniert auch ganz einfach und zwar muss man dazu eine SMS schreiben. Welcher Code das ist, das sieht man in dieser Tabelle und zwar der jeweils individuelle Code für den Anbieter. Hier zum Beispiel Congstar. Ich habe jetzt hier den Code APN 123456, Leerzeichen internet.tmobile eingegeben. Wenn ich das jetzt absende, koppelt sich die SIM-Karte mit meinem GPS-Tracker und der wird jetzt jeden Moment eine Antwort schicken mit APN OK. Wenn das passiert ist, ist quasi die SIM-Karte aktiviert und mit dem GPS-Tracker verbandelt, wenn man so möchte. Um nur den Standort abzufragen, benötigst du die StratoFlights-App. Die kannst du kostenlos für iOS oder Android herunterladen. Wenn man die App öffnet, findet man dieses Menü und dort gibt es die Rubrik Stratofinder. Darüber kann man jetzt erstmal das Gerät hinzufügen. Und zwar geht man dann auf Einstellungen. Und in Einstellungen gibt es dann den Punkt Stratofinder hinzufügen. Wenn man darauf klickt, kann man einen Namen vergeben, Stratofinder 2 zum Beispiel, und muss diese E-Mail-Nummer eingeben. Die Nummer findet sich auf der Rückseite des Kartons oder an der Seite des GPS-Trackers. Jetzt klicke ich auf Hinzufügen und schon ist der GPS-Tracker in der App integriert. Jetzt kann man hier auf Karte gehen und schon wird einem die Position des GPS-Trackers angezeigt. Oben in dem grünen Balken werden die Koordinaten angegeben. Ich sehe den Namen und ich sehe dann die Position. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich klicke auf das linke Symbol und sehe dann quasi meinen eigenen Standort, das ist der blaue Punkt. Oder ich klicke auf das mittlere Symbol und sehe
das grüne Symbol, also der Standort, wo der GPS-Tracker liegt. Ich habe den jetzt mal bewusst ins Freie gelegt, hier sogar im Wald, um zu schauen, ob er dort Empfang hat, und das scheint er zu haben. Ich bin natürlich jetzt gerade sehr nah dran, weil ich hier gerade nur das Video aufnehme, aber sollte jetzt der GPS-Tracker auch mehrere Kilometer entfernt sein, weil er jetzt gelandet ist, gibt es dann diesen dritten Button und darauf kann ich klicken. Dann öffnet sich automatisch quasi Google Maps und ich kann dann direkt zum Landeort navigieren. Das heißt, er übernimmt die Koordinaten und man kann direkt hinfahren. Um sicher zu gehen, dass der GPS-Tracker auch immer an der gleichen Position liegt, kann ich auch nochmal auf Neu laden klicken und dann aktualisiert er seine neue Position. Sollte man in seiner Stratosphärensonde durchaus mehrere GPS-Tracker eingebaut haben, so lassen sich die hier über diese Ansicht auswählen. Das heißt, ich kann zwischen beiden Geräten hin und her schalten und dann jeweils die aktuelle Position abrufen. Und dann sehe ich auch, ob die auf der gleichen Stelle liegen und dann weiß ich auch, dass die Sonde dort vermutlich gelandet sein wird. Der Stratofinder ist ein sehr zuverlässiger GPS-Tracker und erfüllt im Grunde alle Anforderungen, die es für Stratosphärenflüge gibt. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man quasi ein, ich sag mal, Billigmodell benutzt, das nur bei jedem zweiten Mal funktioniert und man dann am Ende Bauchschmerzen hat, denn im Grunde ist ein GPS-Tracker ja die Lebensversicherung für den Flug. Wenn dieses Bauteil ausfallen würde, ist ja die gesamte Sonde verloren und das wollen wir vermeiden. Im Vergleich zu anderen Modellen zum Beispiel hat er eine dreimal größere Antenne verbaut. Das heißt, auch wenn nur schwacher Mobilfunkempfang herrscht, kann er sich trotzdem sehr zuverlässig mit dem Netz verbinden und seine Position übertragen. Er kommt, wie gesagt, ohne die Bedienung von jeglichen Tasten aus. Das heißt, man kann ihn beim Einbau in die Sonde nicht aus Versehen quasi ausschalten. Mit diesem Gerät bieten wir eben maximale Sicherheit. Wir benutzen die selber für unsere eigenen Flüge. Sehr zuverlässig und das ist auch das Wichtigste eigentlich an dem ganzen Projekt. Sollte es dann noch weitergehende Fragen oder Schwierigkeiten bei der Bedienung geben, haben wir auch noch ein umfangreiches Handbuch dazu geschrieben. Das heißt, da kann man noch mal alles in Ruhe nachlesen. Daher wünschen wir dir viel Spaß und viel Erfolg bei deiner eigenen Stratosphärenmission.